Hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist wieder eine Tuck aufs Brot, hier auf dem Spieleflut-Kanal. Und ihr seht ein Let's Play von Planet Explorers. Hier, das Mädel ist schon wieder eingeschlafen. Müssen wir das Ganze mal nochmal wecken und fragen, ob sie noch was für uns zu tun hat. Okay, sie macht uns eine Rüstung, wenn wir ihr die Sachen bringen. Und dafür brauchen wir doch Kupfer. Das wäre doch eigentlich mal eine gute Idee, hier Kupfer zu suchen. Ich mache das Feld hier mal größer. Ne, geht gar nicht. Scheiße. Dann scrollen wir einfach mal hinunter. So, und wir brauchen noch 20 Kupfereinheiten. Wo war der Scanner? Wo war der Scanner? Lass mich überlegen. Nein. Nein. Jetzt hat er schon wieder dieses blöde Schild abgelegt. Warum legt er das immer ab? Lass das doch dran. Naja. Wo war der Scanner? Der Scanner, der Scanner. Gehen? Nein. Das waren die Quests. Das war Laufen. Da ist der Scanner. Okay, wir brauchen Kupfer. Dann los mit dem Scannen. Mal schauen, ob wir hier zufällig in der Nähe was haben. Ja, super. Wir stehen quasi auf einer riesigen Kupferader. Dann rüsten wir uns mal mit unserer Spitzhacke aus. Gehen mal ein Stück hier rüber. Ich glaube, hier so ungefähr müsste das sein. Fangen einfach mal an, hier abzubauen. Müssen wir uns natürlich erstmal durch die Dreckschicht hier durchkloppen. Bevor wir dann auf Erze stoßen. Na komm, weiter. Hau dir den Boden unter den Füßen weg. So, da kommt jetzt auf jeden Fall schon mal Stein und Schwefel. Dann hoffe ich doch mal, dass bald auch hier Kupfer kommt. Duchtblock. Ah, die Kameraführung hier beim Graben, die ist irgendwie noch ein bisschen eigenwillig. Das Ganze mal so auszudrücken. Ah, komm, ich brauche Kupfer. Komm ich nachher überhaupt noch hier raus? Wäre ganz gut. Grape. Graphit. Sulfur. Eisen. Ah, okay. Wir kommen auf jeden Fall langsam in die Gefilde, wo Erze vorkommen. Kupfer! Yay!
Nur noch 14. Ich brauche kein Eisen, ich brauche Kupfer. Oh man, hier sieht man echt gar nichts beim Graben. Oh, das sieht doch gut aus. 2 Kupfer. Na, das war's jetzt wieder, ne? Na, super. Na, super. Ja, langsam geht's aber voran. Ich glaube, in 2-3 Minuten oder sowas müssten wir hier die 20 Kupfer zusammen haben. Hoffentlich. Ja, los, haut drauf. Aha. Hätte ich besser die Klappe nicht so weit aufgerissen, denn anscheinend finden wir jetzt gar keinen Kupfer mehr. Super. Ja, doch eins. Das war, glaube ich, hier irgendwo. Dann grabe ich doch mal da an der Ecke weiter. Na los. Hau. Aha. Komm zu Papa. Wir könnten natürlich jetzt mal noch mal scannen, ob wir dann irgendwie eine Richtung rausfinden, wo wir hin müssen. Nein, H? Ja. Auf H war das. So, wir sind hier, wir sind natürlich eigentlich relativ weit weg von der Kupferader, aber wenn wir uns in diese Richtung hier graben, in welche Richtung ist das? So, versuchen wir es mal. Müssen eigentlich auch gar nicht mehr weiter runter, sondern nur geradeaus buddeln. Habe ich eigentlich immer noch die Holzaxt. Ja. Immer noch die Holzaxt. Könnten wir doch eigentlich auch schon eine Steinaxt herstellen, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kenne das Rezept noch nicht. Dann geht das natürlich nicht. Yay, Kupfer! Los, gib mir mehr! Das ist echt ganz schön schwer zu finden. Eigentlich der NPC jetzt auch mit hier runter. Muss ich gleich mal gucken.
3 Kupfer. Jetzt geht's aber voran. Jetzt geht's voran. Da unten war doch das Kupfer. Da muss ich da mal noch ein bisschen buddeln. Oder es war nur wieder Glück. Na komm, ich brauche nur noch 3 Kupfer. Die werde ich ja wohl noch finden. Yay, 3 Kupfer. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie hier wieder den Weg rausfinden. Oh, ich bin so tief hier runtergebuddelt. Krass. So, hier ein paar Stufen reinhauen, damit ich hier wieder rauskomme. Reicht das so schon? Boah, ist das nervig. Also hier muss auf jeden Fall noch ordentlich dran gearbeitet werden. An diesem ganzen Untertagegedöns hier. Das ist ja ein Kraus, ist das ja. So, ich jetzt hier vielleicht hochbuddel, dann müsste das doch gehen. Warum scrollt er jetzt schon wieder rein? Ich verstehe es nicht. Hat er Angst, dass ich zu viel Übersicht habe? Unglaublich. Ich will Tageslicht. Da, da Licht. Ich glaube, da passe ich noch nicht durch, bin zu dick. So, jetzt. Los, hör auf zu hacken und lauf hier raus. Spring! Spring! Yay! Okay, jetzt hängt der andere NPC da unten rum. Und kommt nicht mehr raus. Egal. Los, mach mir eine Rüstung. Sweet deal, here are the scripts for the copper armor set. Ey, von Scripts hat eben keiner geredet. Du hast gesagt, du machst mir die. Schwein. Skin Shield Handle Script. Okay. Und Rifle Script. So, herstellen kann ich die aber nicht, weil ich dafür Kupfer brauche. Ja, vielen Dank auch. Und Pflanzenfasern. Habe ich auch keine. Scheiße. Naja, okay. Meine Pickaxe ist fast kaputt. Ziehen wir sie nochmal hier rein. Nein, nicht hier rein, bei Equipment.
Warum geht das nicht? Ich kann vielleicht erst End auswählen. Na, jetzt hat das schon da. Sehr schön. Ich wusste mal gern, warum der nicht automatisch das Schild anzieht. Mal den Bogen auswählen. Need Arrows. Okay, Arrows habe ich keine. Doch, habe ich. Aber die können hier drin bleiben, glaube ich. Spike? Ein Backpack? Kann ich doch bestimmt auch hier anziehen. Backpack, Backpack, da. Nö. Los, zieh den Backpack an. Nein, mache ich nicht. Okay. So, und dann wollte ich noch den Revolver wieder auswählen. Aber wo ist der? Der Revolver ist weg. Muss mich verarschen. Jetzt vielleicht da? Ah, da ist er. Okay. Gut, dann kommt er nämlich auf die 4. Und dann machen wir uns doch mal auf den Weg zu diesen Feuerbären. Wir sind auch noch relativ weit weg. Aber egal, wir machen uns definitiv jetzt mal auf den Weg. Mal schauen, was uns dann noch so erwartet. Ist der NPC jetzt eigentlich wieder dabei? Nö, der hängt immer noch unten in der Erde. Tipptopp. Naja, ist halt Early Access. Oh, da ist schon wieder eins von diesen Viechern. Noch hat es mich nicht gesehen. Machen wir doch mal einen kleinen Bogen darum. Was ist es noch? Oh, ist noch ein gutes Stück. Der NPC ist da, okay. Also wenn man zu weit wegkommt, vermute ich mal, werden die auch zu einem hin teleportiert. Wie man es in den meisten Spielen von den folgenden NPCs kennt. You know, for someone like me who's used to lunar gravity, it's tough to run in a place like this. Ja gut, hättest du auf dem Mond bleiben können, wo die Anziehungskraft niedrig ist. So, da haben wir jetzt diesen kleinen Fluss, der auf der Karte ist. Und dahinter müssten dann diese Feuerbären sein. Da sehe ich doch, glaube ich, auch schon das Schiff. Ja, und da ist ein Gegner, den sollten wir vielleicht noch... Okay, spannen muss man den Bogen also nicht. Aber auch nicht zu viele Pfeile verschwenden. Warum hat der da jetzt nicht angegriffen? Komisch. Naja, egal. Bin auch mal gespannt, ob noch Unterwassermonster kommen. Ja, bestimmt. Wenn ich unter Wasser kämpfen kann, dann kommen bestimmt noch Unterwassermonster. Los, schwimm weiter. Okay, Auto Run unter Wasser funktioniert irgendwie noch nicht hundertprozentig. So, da haben wir noch ein Monster. Ja. Ah, die waren aber freundlich, auch wenn die ziemlich garstig aussehen.
So, und da ist das Raumschiff, wo die anderen Kollegen abgestürzt sind. Und da sehe ich da nicht schon so ein Feuerbär. Yay! Ja, ich will weiterspielen. Nehmen wir als erstes mal noch hier diesen Ort, damit wir uns dahin teleportieren können, wenn wir wollen. Und dann machen wir jetzt hier auch mal noch kurz einen Cut, bevor wir uns dann mit den Feuerbären anlegen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da. Und ja, schaut da auch mal auf meinem privaten Channel vorbei, Nutoka aufs Brot. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.